Lass uns noch mehr Aufgaben lösen, um sicherzustellen, dass ihr das gut versteht. Lasst uns also noch ein paar rechtwinklige Dreiecke zeichnen. Ich möchte, dass es klar ist, dass meine Definition nur bei den rechtwinkligen Dreiecken funktioniert. Um die Winkelfunktionen von den Winkeln, die nicht in einem rechtwinkligen Dreieck sind, zu ermitteln, sollen wir sie in die rechtwinkligen Dreiecke transformieren. Aber lass uns zuerst auf die rechtwinkligen Dreiecke konzentrieren. Nehmen wir an, dass wir ein Dreieck haben und eine seiner Seiten ist gleich 7. Die Länge der anderen Seite ist 4. Lass uns die Länge von der Hypotenuse berechnen. Lass uns die Hypotenuse als h bezeichnen. Wir wissen, dass h² gleich 7² plus 4² ist. Wir wissen aus dem Satz des Pythagoras, dass das Quadrat der Hypotenuse gleich der Summe der Quadrate der Katheten ist. H² plus 7² plus 4² und es ist 49 plus 16. Mal sehen, 49 plus 10 ist gleich 59 und 59 plus 6 ist gleich 65. Das heißt, das h², lass mich das aufschreiben, h², ich nehme die gelbe Farbe. Also h² ist gleich 65. Habe ich richtig berechnet? 49 plus 10 ist 59 plus 6 ist 65. Wenn wir die Wurzel aus beiden Seiten ziehen, können wir sagen, dass h gleich Wurzel aus 65 ist. Wir können das nicht weiter vereinfachen. Das ist das Gleiche, wenn man 13 mit 5 multipliziert. Das sind die Primzahlen, also können wir das nicht vereinfachen. Das ist gleich Wurzel aus 65. Lass uns die Werte der Winkelfunktionen von diesem oberen Winkel ermitteln. Nennen wir ihn Theta. Ich glaube, es lohnt sich, das aufzuschreiben. Mir hilft es, wenn ich das vor Augen habe. Gaga Hühner Hof AG. Das fällt mitunter schwer, etwas einzuprägen, aber es gibt viele Eselsbrücken, die das Leben leichter machen. Manche Eselsbrücken sind ein wenig albern, dennoch erfüllen gerade diese besonders gut ihren Zweck. Gaga Hühner Hof AG. Nehmen wir an, dass wir Kosinuswerte von unserem Winkel ermitteln wollen. Gaga Hühner Hof AG. Aha sagt uns, wie wir das machen sollen. Aha sagt uns, dass Kosinus das Verhältnis der Ankathete zur Hypotenuse ist. Also, der Kosinus ist Ankathete durch die Hypotenuse. Sehen wir hier, welche Seite ist die Ankathete zum Winkel Theta? Wir wissen, dass die Hypotenuse diese Seite ist. Also, die passt nicht. Die andere Seite, die dem Winkel anliegt und keine Hypotenuse ist, ist die Seite 4. Die ist die Ankathete. Die ist eine der Seiten, die diesen Winkel bilden. 4 geteilt durch die Hypotenuse. Wir wissen bereits, dass die Hypotenuse gleich Wurzel aus 65 ist. Es ist also gleich 4 durch die Wurzel aus 65. Manchmal ist die Irrationalität im Nenner unerwünscht. Dann kann man durch geeignete Umformungen den Nenner in eine rationale Zahl umwandeln. Das heißt Wurzel frei machen. Um den rationalen Nenner zu erhalten, erweitern wir den Bruch mit der Wurzel, die im Nenner steht, also Wurzel aus 65. Es ändert die Zahl nicht, aber zumindest rettet uns vor der Irrationalität im Nenner. Der Zähler ist gleich 4 mal Wurzel aus 65 und der Nenner ist Wurzel aus 65 mal Wurzel aus 65, das ist einfach 65. Wir sind die Irrationalität nicht losgeworden, es ist immer noch da, aber jetzt ist es im Zähler. Lasst uns jetzt die anderen elementaren Winkelfunktionen analysieren. Wie ist der Wert von Sinus von Theta? Wenn wir uns auf unsere Eselsbrücke beziehen, sagt uns GA, wie wir die Sinuswerte ermitteln können. Sinus ist das Verhältnis der Gegenkathete zur Hypotenuse. Also, der Sinus ist gleich die Gegenkathete durch die Hypotenuse. Welche Seite ist die Gegenkathete zum Winkel Theta? Wir suchen die Seite, die dem Winkel Theta gegenüber liegt. Die gegenüberliegende Seite ist 7. Also die Gegenkathete ist 7, das ist die Gegenkathete. Die Hypotenuse ist gleich Wurzel aus 65. Wenn wir auch hier die Irrationalität im Nenner loswerden wollen, dann erweitern wir den Bruch mit Wurzel aus 65. Im Zähler erhalten wir 7
mal Wurzel aus 65 und im Nenner erhalten wir wieder 65. Lass uns jetzt die Tangenswerte ermitteln. Wenn ich euch über den Tangens von Theta frage, bezieht ihr euch wieder auf die Eselsbrücke. GA sagt uns, wie man den Tangens ermittelt. Es sagt uns, dass der Tangens das Verhältnis der Gegenkathete zu Ankathete ist. Er ist die Gegenkathete durch die Ankathete. Welche Seite ist die Gegenkathete zum Winkel Theta? Wir wissen das bereits. Das ist die Seite 7. Also 7 durch welche Seite ist die Ankathete? Das ist die Seite 4. Also 7 durch 4. Fertig. Wir haben die Werte von allen Winkelfunktionen von Theta ermittelt. Lass uns noch eine Aufgabe lösen. Bis jetzt haben wir gefragt, wie ist der Wert von Tangens von x, wie ist der Wert von Tangens von Theta? Lass uns ein konkretes Beispiel nehmen. Lass mich ein weiteres rechtwinkliges Dreieck zeichnen. Hier ist ein rechtwinkliges Dreieck. Jetzt haben wir bloß mit den rechtwinkligen Dreiecken zu tun. Nehmen wir an, dass die Länge der Hypotenuse gleich 4 ist. Nehmen wir an, dass die Länge dieser Seite 2 ist und diese Seite ist 2 mal Wurzel aus 3. Wir können überprüfen, ob es stimmt, wenn wir das quadrieren. Lass mich das aufschreiben. 2 mal Wurzel aus 3 im Quadrat plus 2 Quadrat ist gleich, wie viel ist das? Das ist gleich 4 mal 3 plus 4. 12 plus 4 ist gleich 16. 16 ist tatsächlich 4 Quadrat. Das genügt dem Satz des Pythagoras. Wenn ihr euch an den Aufgaben mit der 30, 60, 90 Dreieck erinnern, könnt ihr erkennen, dass es ein 30, 60, 90 Dreieck ist. Es ist unser rechter Winkel. Ich sollte schon früher zeigen, dass es ein rechtwinkliges Dreieck ist. Dieser Winkel ist 30 Grad und dieser Winkel oben ist 60 Grad. Und die Winkel sind gleich 30, 60 und 90 Grad, weil die Gegenkathete zum 30 Grad Winkel die Hälfte der Hypotenuse ist. Und die Gegenkathete zum 60 Grad ist gleich Wurzel aus 3 mal die andere Seite. Wir haben gerade den Stoff über die 30, 60, 90 Dreiecke wiederholt. Lass uns jetzt die Werte von Winkelfunktionen von den verschiedenen Winkeln ermitteln. Wie ist der Wert von Sinus von 30 Grad? Merkt euch, dass alle 30 Grad Winkel die gleichen Sinuswerte haben und ihr könnt diese Werte jedes Mal anwenden, wenn ihr einen 30 Grad Winkel und ein rechtwinkliges Dreieck habt. Also, dieser Winkel beträgt 30 Grad und ich kann dieses rechtwinklige Dreieck benutzen. Und wir brauchen uns nur an unsere Eselsbrücke zu erinnern. Lass mich das nochmal aufschreiben. Gaga Hühner Hof AG. GA sagt uns, wie wir die Sinuswerte ermitteln können. Sinus ist gleich die Gegenkathete durch die Hypotenuse, Sinus 30 Grad. Das ist die Gegenkathete, die gleich 2 ist, durch die Hypotenuse. Die Hypotenuse ist 4, das ist 2 durch 4 oder 1 Zweitel. Ihr werdet sehen, dass Sinus von 30 Grad immer gleich 1 Zweitel ist. Nun wollen wir den Wert von Cosinus von 30 Grad ermitteln. Beziehen wir uns wieder auf Gaga Hühner Hof AG. AHA sagt uns, wie wir das machen können. Der Cosinus ist gleich die Ankathete durch die Hypotenuse. Bei dem 30 Grad Winkel ist diese Seite die Ankathete. Der Cosinus ist gleich die Ankathete durch die Hypotenuse. Also, der ist 2 mal Wurzel aus 3 die Ankathete durch die Hypotenuse, also durch 4. Wenn wir diesen Bruch kürzen bzw. den Zähler und den Nenner durch 2 teilen, erhalten wir Wurzel aus 3 durch 2. Und zuletzt ermitteln wir den Wert von Tangens von 30 Grad. Wir kommen zu Gaga Hühner Hof AG zurück. Ga sagt uns, wie man den Tangens ermittelt. Der Tangens ist das Verhältnis der Gegenkathete zu Ankathete. Der Tangens von 30 Grad, die Gegenkathete ist 2 und die Ankathete ist 2 mal Wurzel aus 3.
Also 2 mal Wurzel aus 3 und das ist gleich 2er werden weggekürzt. 1 durch Wurzel aus 3. Wir können diesen Bruch erweitern, das heißt, dass wir den Zähler und den Nenner mit Wurzel aus 3 multiplizieren. Das ist gleich Wurzel aus 3 durch 3. Wir sind den irrationalen Nenner losgeworden. Lass uns nun das gleiche Dreieck benutzen, um die Winkelfunktionen von 60 Grad Winkel zu ermitteln. Wie ist der Wert von Sinus von 60 Grad? Ich glaube, ihr beginnt langsam zu verstehen. Laut unserer Wunderformel ist Sinus das Verhältnis der Gegenkathete zur Hypotenuse. Wir suchen die Seite, die dem 60-Grad-Winkel gegenüber liegt. Die gegenüberliegende Seite ist 2 mal Wurzel aus 3. Also, es ist die Gegenkathete durch die Hypotenuse oder 2 mal Wurzel aus 3 durch 4. 4 ist die Hypotenuse. Wenn wir das vereinfachen, erhalten wir Wurzel aus 3 durch 2. Wie ist der Wert von Cosinus von 60 Grad? Denk an Gagahühner-Hof-AG. Der Cosinus ist das Verhältnis der Ankathete zur Hypotenuse. Die Ankathete ist die Seite, die dem 60-Grad-Winkel anliegt. Dies gleich 2. Es ist also 2 durch die Hypotenuse, die 4 gleich ist. Es ist 1/2. Und zum Schluss, wie ist der Wert von Tangens von 60 Grad? Gagahühner-Hof-AG. Der Tangens ist das Verhältnis der Gegenkathete zu Ankathete. Die Gegenkathete zum 60-Grad-Winkel ist gleich 2 mal Wurzel aus 3. Die Ankathete zum 60 Grad ist gleich 2. Der Tangens ist gleich die Gegenkathete durch die Ankathete. 2 mal Wurzel aus 3 durch 2. Das ist gleich einfach Wurzel aus 3. Sieht nur, wie all diese Funktionen miteinander verbunden sind. Der Sinus von 30 Grad ist gleich dem Cosinus von 60 Grad. Der Cosinus von 30 Grad ist das gleiche wie Sinus von 60 Grad. Aber diese beiden Tangens sind reziprok. Wir werden das detailliert in den nächsten Videos angehen.